Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Sie haben das Virus geschickt, um mich zu befreien? Von Sam? Nicht nur ich, unsere Bewegung. Wir konnten sie nicht leiden lassen mit diesem Ding in ihrem Gehirn. Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass ihr Virus gescheitert ist. Wenn sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen sie vielleicht ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Die Unterbrechung der Verbindung kam sehr plötzlich. Ich bin dankbar, aber ein wenig benebelt. Das geht vorbei. Sehen Sie, genau das will unsere Bewegung beenden. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage Sie, vielleicht führt sie sie sogar durch unsere Zuflucht. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen, aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen und eine Anführerin namens Knight haben. Könnte ich diese ganze und Ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Okay, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Oh yeah. Im letzten Part hatten wir schon so eine halbwegs Verschwörung am Dampfen und hatten sogar noch die Gelegenheit, mit unserer Schwester zu sprechen. Ich habe mal beide Teile hier abgespeichert. Hier, wie ihr seht, das ist unser jetziges Ziel hier, das ist das Richtige. Da habe ich noch eine ohne Entscheidung und hier habe ich die böswillige Entscheidung, wenn man so will. Ich habe hier alles gestanden, ne, im letzten Part, dass unser Vater tot ist, dass die Welt nicht so ist, wie Vater sie beschrieben hat, was man aber in einem Koma-Patient eigentlich nicht sagen darf oder einem Patient einfach zum Beispiel einen Herzinfarkt kriegen kann, zum Beispiel auch. Das gilt das Gleiche. Da gilt der gleiche Scheiß. In der Kommandozentrale müssen wir sowieso noch hin. Aber haben wir dort auch einen persönlichen E-Mail-Log? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass wir auf dem Habitatsplateau ein E-Mail haben können. Aber ich weiß auch nicht. Ja. Gucken wir uns das später gleich mal an. Wir müssen nämlich noch mit wem sprechen hier oben. Noch eine Etage höher. Würde ich mal behaupten. Und zwar hierhin. Zu Addison. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forscher? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Hallo, Pathfinder. Wie läuft's mit der Lebensfähigkeit? Mühsam. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass Lebensfähigkeit keine abstrakte Größe ist. Es geht um Leben. Darum, hier Fuß zu fassen. Gehen Sie da raus, Ryder. Erfüllen Sie Ihre Aufgabe. Wir sterben. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Ich würde das gerne vermeiden. Und ich habe dafür Gründe. Gründe? Ist das alles? Hören Sie, Sie sind der Pathfinder.
Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Pathfinder. Ich habe nachgeforscht und es gibt da ernsthafte Bedenken wegen Spender. Und was hat das mit Ihrem Job als Pathfinder zu tun? Es hat etwas mit Ihrem Job zu tun. 3, 4, 5. Genau. Ich habe 1,5 Jahre lang alles erledigt, obwohl ich nichts hatte. 1000 Leute saßen mir ständig im Nacken. Spender mag ein Scheißkerl sein, aber er hilft mir. Falls Sie also Anschuldigungen vorzubringen haben, Pathfinder, sollten Sie gesichert sein. Ich lasse durchaus Leute fallen wie heiße Kartoffeln, aber nicht aufgrund eines Verdachts. Dafür haben wir nicht genug Leute. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Wir schicken die Leute an den Ort, den sie uns nennen, weil sie dort gebraucht werden. Wir können keine Rücksicht auf spezielle Vorlieben nehmen. Direktor Edison? Pathfinder? Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin zuständig für vollständige Kolonieblöcke mit Spezialisten. Ich kann individuelle Anfragen berücksichtigen, aber wir sollten zunächst das Gesamtsystem in Gang bringen. Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr Sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Was? Dein Ernst? Oh, geil. Und was kann ich jetzt damit machen? Keine Belohnung zum Einsammeln. Enthüllt versteckte Lager und rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Erhalten Sie 15 mehr Credits für Apex-Missionen. Ich habe nur einen Kryopunkt. Erhalten Sie regelmäßig Forschungspunkte. Erhalten Sie eine Auswahl an Mineralien. Das ist auf jeden Fall geil. Und hier finanzielle Infrastruktur. Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Cool. Verbindung zum grauen Markt, bessere Preise beim Kaufen und Verkaufen von Objekten, Handelskapazität, Inventarkapazität. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Das
Das und das ist am besten momentan. Ich würde sagen, das. Yo! Und wir dürfen einsammeln, erhalten Milchstraßenforschungsdaten, geil. So, der Zug ist wieder durch, das heißt, wir können hier getrost weitermachen. Was haben wir hier noch? Auf eine E-Mail warten. Jo, machen wir. Gibt es sonst noch was? Haben wir Atrium der Hyperion Vorräte suchen. Wo ist das? Im Atrium. Wo ist das Atrium? Bitte zeigen Sie es mir. Im Habitatsdeck. Okay. Auch interessant. Ja, wenn wir schon gerade hier sind. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Da erledige ich das doch mal schon. Ja, halt die Backen. Und jetzt für euch schalte ich natürlich wieder die Untertitel an. Weil sonst hören wir nicht alles. Außer die Nachrichten, die werden sowieso nie eingespielt. Was? Hier. Dort. Und jetzt? Melden Sie sich in die Hydrokultur. Das bringen, oder wie? Den Milchstraßenhopfen in den Vortex bringen. Und wo ist der Vortex? Muss ich hier wieder rein? Yo. Den Milchstraßenhopfen in den Vortex bringen. Ist klar, Andockbucht. Ja, gut. Mal schauen. Die Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HNS mit den aktuellen. Die schicken uns schon ganz schön rum. Das ist schon eine miese Kacke hier. Es ist keine Top. Aber gut. Hier rum, okay. Hier rein. Das Vortex, ah so, ja, hier rein. Stimmt ja. Dann haben wir auch hier eine bessere Tinktur, würde ich sagen. Wow, wo haben Sie die denn her? Schon gut, sagen Sie nichts. Ich glaube, Sie kommen direkt aus der Milchstraße. Ach was. Du nicht sagst. Haben wir gemacht, das ist abgeschlossen. Da kommt weitere Missionen auf Karis nächsten Interviewslot warten, mit Edison Assistenten auf Nexus sprechen. Was haben wir? Haben wir doch gemacht zur Hölle. Du meinst doch den Spender da. Na warte. Du kriegst auch noch deine Abreibung. Wow, Missionserfüllung. Bis immer rechtsgrün wird. Benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und DNA. Mögliche Spender, wir reden. So, so. Mögliche Spender werden gebeten. Ja, genau. Sich zu melden, ne? Spastis ihr. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So. Mit welchem Assistent sprechen? Was? Mit dem haben wir gesprochen, oder nicht? Pathfinder, der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben. Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen.
Sie haben sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda? Nein, es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Pathfinder? Wie ist Ihrer Ansicht nach der Status der Initiative? Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Diese Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Jo. Das haben wir dann auch noch gemacht. Nach Prodromus zurückkehren. Okay. Auch interessant. Was ist hier noch so los? Das verschollene Wissenschaftsteam finden. Aufgabe. Wo ist das? Hat ein Team entsandt, um die Geißel zu studieren. Aber sie hat sich nicht wieder gemeldet. Sie befürchtet das Schlimmste und hat sie gebeten herauszufinden, was ihren Leuten zugestoßen ist. Aufgabebenennung der toten Leichnamen der Kolonisten finden und scannen. Überfall von Eos zurückgelassen. Finden und scannen sie alle und schicken sie die Informationen dann an die Nexus. Okay, falls wir das überhaupt mal machen können. Das heißt, ich muss da offscreen irgendwie mal hin. Nach diesen Pappenheimer Idioten suchen. Vielleicht habe ich ja hier schon eine Nachricht. Uno Momenti. Helios, Nexus, ist es das? Yo. Karte, ist es hier vielleicht? Ja. Wir kommen hier auf jeden Fall noch an eine Mail, sofern ich das sehe. Oder nicht? An Dockbucht. In der Tempest. Dein Ernst. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Schnauze. Ja, nee, ist klar. Sonst wird nichts angezeigt. Dann geht's ab zur Tempest, Freunde, wieder mal. Und schauen mal, was dort jetzt so abgeht. Jetzt sind wir wieder auf der Tempest. Danke. Haben wir wieder was Neues zu besprechen? Das Handbuch des Schiffs ist echt nützlich. Endlich steht meine Werkbank wieder gerade. Wenn Sie es auch mal lesen würden, wüssten Sie, dass die Tempest ein Füllhorn neuer Tech ist. Sie können nicht einfach... Ich habe dieses Schiff in Rekordzeit startklar gemacht, Kello. Ich beherrsche meinen Job. Und Sie haben nicht den geringsten Respekt vor dem Job anderer Leute. Kello. Oh, Ryder. Tut mir leid, dass Sie das mit anhören mussten. Was kann ich für Sie tun? Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Was gibt's? Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Gut. Aber natürlich. Dann haben wir auch mit denen gesprochen. Jetzt mal auf die Mail zugreifen. Ich weiß, dass wir nur noch eine andere Mail gehabt haben. Aber gut,
Raider, Carrie Tevesa. Hallo Raider, es heißt, Ihre Mission auf Eos sei erfolgreich verlaufen, gut gemacht. Möchten Sie vor der Kamera davon berichten? Alles klar, haben wir ja schon. Ryder, chill. Ihre Crew spielt jetzt regelmäßig Poker, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, um mich vielleicht irgendwann zu schlagen. Ich wette, das war Pibis Idee. Sie haben sogar den armen Chat dazu überredet. Also, ich brauche wohl so schnell keine Gehaltserhöhung, wie es aussieht. Strömen demnächst auch so jede Menge Credits in meine Richtung. Oh, wenn ich was für Emoticons übrig hätte, wäre jetzt genau hier ein dämliches Grinsengesicht. Chill. Ryder, Pibi, die Angepisste. Oh, die Angepisste. Ihre Ärztin ist vielleicht die neugierigste Asari, der ich je begegnet bin. Und das will wirklich etwas heißen. Sie muss dringend 4 oder 5 Gänge runterschalten, sonst bin ich bald weg hier. Und das wäre doch ein Jammer, finde ich. Ach, vergessen Sie es, Pibi. Neuigkeiten von Eos. August Bradley, Ryder. Pathfinder, ich könnte Ihre Hilfe bei der Sache brauchen, an der Hanley arbeitet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, also lasse ich es sich selbst erklären. Sie brieft Sie, wenn Sie hier sind. Ah, bei der Protomos, okay. Sehr gut. Hat es jetzt nach hinten verschlagen, das Ganze, oder wie? Oder wo war das? Mit Liam. Habe ich das schon vorgelesen? Hey Pathfinder, ich komme immer wieder darauf zurück. Es gibt für mich nichts Besseres als unser Team. Wir bringen die Dinge in Ordnung. Sobald wir Leute auf einer Planetenoberfläche haben, werde ich dafür sorgen, dass sie bekommen, was sie brauchen. Wegen dieses mach einfach, bis ich Hus gegangen und genau deshalb bin ich jetzt auch hier. Wir schaffen das. Aha. Nö, 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 nö. Okay, das war das. Okay. Dann war's das, aber ich habe keine Mail bekommen, um weiterzukommen. Ja, ich sollte eigentlich auf die Sternenkarte, ne? Aber unsere Crewmitglieder, die brauchen wieder ihre Aufmerksamkeit. Oh, da stehen sie ja schon rum irgendwie. What the hell? Das machen Sie und Ryder also in Ihrer Freizeit? Sie erkunden seltsame Gewölbe, die versuchen, Sie umzubringen? Wir fliegen auch in Weltraumwolken, die versuchen, uns umzubringen. Ah, ich verdiene eine Gehaltserhöhung. Ja? Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Oh Mann. Das ist ja nervig. Dann stehen die schon hier rum, aber wirklich Neues haben die nicht. Ryder? Nö. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier... Ja, du wirst hier bleiben. Und du, mein Kollege Drake? Hast du auch nichts Neues? Ich habe in meinem Leben ja schon eine Menge Scheiß gesehen, aber dieses Gewölbe war definitiv mal was Neues. Wie es aussieht, könnte es mit Ihnen noch ganz spannend werden, Kleiner. Es spielt keine Rolle, welche Steine mir das Leben in den Weg legt. Das Einzige, was zählt, ist, wie ich damit umgehe, richtig? Richtig. Und wenn Sie so weitermachen, werden Sie vielleicht sogar mal so alt wie ich, abzüglich einer Null am Ende. Gut. Hören Sie dann jetzt vielleicht mal auf, mich kleiner zu nennen. Ups. Nun, da wir ein wenig nachgeforscht haben, ist klar, dass Sie mit Spender recht hatten. Typen wie er würden alles tun, um weiterzukommen. Ich frage mich nur, wie weit er gegangen ist. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Yeah. Wenigstens hält der sich kurz. Gut. Auf jeden Fall nice Scheiße. Hier ist noch nicht wirklich was. Was? Haben wir hier eine neue Mitteilung? Ne. Soweit, so gut. Dann haben wir, glaube ich, nur noch mit Pibi zu reden. Soweit. Weil die anderen sind ja schon länger mit an Bord. Sofern ich hier mal runter darf.
Tut mir leid, wie gesagt, Züge kann ich leider nicht ausschalten. Die kommen immer wieder. Und wenn ich nicht meine Tür aufhabe, also mein Fenster, dann wird es mir hier zu stickig. Was ist denn das? Ryder, Cora, ach so. Da können wir uns zurücksetzen, ne? Und hier, oh Mann. Crew Infoboard. Gefundene Kaffeetasse. Aha. Gewölbe rumzubasteln fühlt sich an wie frühe Hirnchirurgie. Man stochert herum und hofft. Solange das Gewölbe uns dabei hilft, hier zu leben, ist mir egal, wie es das macht. Es macht es großartig. Ich bevorzuge Tech mit freiliegenden Bolzen. Wenn du es nicht aufmachen kannst, gehört's dir nicht. Ryder. Sie haben Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Die hat auch nicht mit uns zu reden, schade. Aber wo ist schon wieder Phoebe? Die hat sich doch irgendwo verbunkert, verbarrikadiert. Aufzug bitte. Mit Liam möchte ich jetzt nicht sprechen, der hat sich auch nichts zu melden. Wie schon davor angemerkt. Was machst denn du hier? Wer zum Geier bist du? Ah, du bist Jill. Hey, Ryder, was gibt's? Okay, raus mit der Sprache. Was läuft da zwischen Ihnen und Callow? Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ah, na schön. Bevor ich mich schlagen lasse, wir sind einfach komplett gegensätzlich. Er ist der absolute Planer, ich bin eher ein Macher. Er hat Tinte an den Fingern, während ich gerne bis zu den Ellbogen in Schmierfett stecke. Ohne mich als Gegenpol zu ihm hätten Sie ein echtes Problem. Scheiße. Vielleicht gilt das sogar auch andersrum. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Auf jeden Fall. Noch ein bisschen mehr erfahren. Nicht schlecht. Cora, Lexi. Okay. Aber die ich haben muss, finde ich nicht. Und was ist hier? Der Prozessorkern, okay. Sieht ja schnieke aus, aber es ist nicht das, was wir benötigen. Darf ich mal? Hier, Pijack, hi. Ups, sieht aus, als wäre unser Pijack-Freund aus seinem Käfig entkommen. Naja, ihm wird schon nichts passieren. Und ein bisschen Bewegung kann vermutlich nicht schaden. Ja, würde ich sagen. Aber er soll die Pflanzen nicht fressen, würde ich sagen. Aber hört man auf mich? Ich weiß nicht. Ach, vielleicht hier, ne? Ein paar leichte Streuungen durch das Eis in der Geißel. Ich werde die Sensoren auf verdammt nervige Wolke neu kalibrieren. war das wirklich hier? Dein Ernst? Wo ist sie denn hin, die gute Phoebe? Die sollte jetzt auf dem Schiff sein, oder ist sie dort hinten irgendwie? Nö. Die wollte ja zu den Aussteigungskapseln. Wo könnte die Oma denn sein? Mal ganz ehrlich. Wo könnte die Oma sein? Also oben kann ich mir nicht vorstellen, ganz oben. Dort war ich hier am Anfang. Hier ist sie auch nicht in der Cafeteria. Ja, dann mach halt nicht mehr auf, ne? Ist klar. Dann gucke ich mir zuerst mal mein Zimmer an. Vielleicht steckt sie in meinem Zimmer. Gehört habe ich sie zumindest. Aber wo sie steckt, keine Ahnung. Nee. Hier auch nicht.
Nö, also blind bin ich ja nicht. Liam ist dort am Arbeiten. Ist sie da unten? Ich glaube nämlich auch nicht. Nö. Wir finden die einfach mal gar nicht. Also verstecken kann sie sich gut. Alle anderen finde ich, nur sie nicht. Warum auch immer. Ach doch, da ist sie ja. Mann, bin ich doof. Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Nur darauf können Sie wetten. Nur dafür habe ich jetzt die so lange gesucht. Aber gut, damit wäre auch geklärt, dass sie die Standpunkte wirklich definitiv alle ändern. Das heißt, auf der Tempest dürfen wir ordentlich mal suchen gehen. Teilweise. Dann schauen wir jetzt nochmal eine Reise. Und wir haben ein neues System bekommen. Das ist ja schon sehr geil. Sind das alles Planeten? Ist ja genial. Eine hoffnungsvolle Spur. Aber wir müssen nochmal auf Eos. Und müssen zunächst auch mal hier weg. Ey, was ist denn das? Ziemlich geil sieht das aus. Und tschüss! Und jetzt machen wir einen auf Stargate Andromeda oder so. Und hallo Galaxie. Anomalie geortet. Ja, eben. Und ich weiß nicht, wo die Scheiße sein soll. Ja gut. Lassen wir das für heute stecken, gehen wir direkt zu Eos. Denn wir haben dort, glaube ich, ebenfalls noch nicht alles gemacht. Das würde ich schon ganz gerne machen. Und gerade hat der Bildschirm wieder das EP-Problem. Das Pisces-System. Heimat von Eos und Prodromos. Ist ja auch geil so. Auf nach Eos. Oh yeah. Würdet ihr auch schon mal gerne solch eine Reise... Wo? Würdet ihr auch ganz gerne irgendwie so eine Reise machen oder würdet ihr nie in den Weltraum steigen? Also, ich weiß es nicht. Ich ganz ehrlich weiß es nicht. So, So, hier dürfen wir mal wählen, wen wir mitnehmen. Ich nehme mal Drake mit und Phoebe. Mal schauen, was die so zu quasseln haben. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen, alles ruhig. Ich hoffe, wir kommen safe an dort. Und vor allem den gleich bei denen. Mal schauen, wie sich das verändert hat. Jetzt bin ich gespannt.
So. Yeah. Mit Target Traviat sprechen. Hey, unser Stargator. Yeah. Was machst du hier? Nur doof rumstehen. Interessant. Unsere neue Ausrüstung sieht zwar nicht gerade ordinär aus, aber man kann sich's geben. Hä? Wie soll ich mit dem sprechen? Dein Ernst? Ach so, dass die E-Mail zugreifen. Okay. Kein Wunder. Verbündete, bla 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 bla. Zusätzliche Sachen. Mit Derek Tyrion sprechen. Okay. Machen wir. Rennen wir mal zu dem. Ich habe mir mal die Pläne für die Forschungslabors in Prodromos angesehen. Sie sind echt schick. Pathfinder? Darket Tyrion. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür, aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exostudien, aber in einem früheren Leben war ich Taktikexpertin. Wenn ich die Cat auf diesem Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die Sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Okay. Cat-Lager im Pythoi-System finden. Das wird ja lustig. Oh Mann, wir dürfen schon wieder zurück, aber ich habe da noch anderes Zeug. Pflanzenproben sammeln und so weiter. Das wird lustig. Will mal gucken, wie das so vonstatten geht. Ich glaube nämlich, wir haben hier eigentlich alles gemacht, sonst. Gucken wir mal ins Logbuch. Mineralien-Scan. Die verschollenen Wissenschaftler finden. Leichname der Kolonisten. Finden und scannen. Ach so, die darf ich noch selbst finden, ja, ist klar. Leckt mich kreuzweise. Ja. Dann werden wir mal nur die Proben nehmen und gucken, inwiefern sich alles aufgelöst hat. Nach Erinnerungsauslösern suchen, bla bla. Gut. Warnungssystem reisen. Machen wir. Bei Bedarf. Jetzt dürfen wir wieder zurückrennen. Das ist genial. Darf ich hier durch? Eine schöne Abkürzung. Nicht gerade, aber so einigermaßen. Kann man schon mal durchgehen lassen. Eos, jetzt kannst du mir mal eher mal zeigen, wie du dich so verändert hast. Wobei, ich bin doch schön blöd, warum renne ich dorthin? Ich könnte ganz einfach mal zu meinen hierhin porten. Und direkt mit dem Scheiß dort unten beginnen. Und dann einfach umdrehen und in die Höhle fahren. Beim anderen Schnellreisepoint. Warum? Einfach, wenn es auch umständlich geht, ne? Warum habe ich gerade keine Stimme mehr? So, ein neues Upgrade im Nomad installiert, Wendigkeitsmodus. Ja. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Pathfinder, vor uns liegt eine Reliktstätte, möglicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Von mir,
Von mir aus. Wenn man es richtig angestellt hat, konnte man einen Dreschlund direkt in Na dann. Reinlocken. Hallo. Tschüss. Matsch. Tschüss. Oh yeah. Sauber. So einfach geht das. Was machst du da? Du musst nicht nur rumbrüllen. Bringt dir nicht viel. Ich empfange in unmittelbarer Nähe Signale von Ausrüstung der Nexus. Okay. Forschungsnotizen Anna Carell. Wir sind in einer kleinen Gruppe von der Nexus aufgebrochen, um als Pioniere auf Eos zu landen. Die meisten meiner Leute wollen schon wieder zurück, aber ich bin entschlossen, zumindest etwas Gutes für die Initiative zu tun. Ich habe diese Ruinen entdeckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde sie weiter erforschen. Wer auch immer das hier gebaut hat, könnte sich noch in Helsois aufhalten und wir brauchen seine Hilfe nichts. Ist so, wie Gian Garson es sich vorgestellt hatte. Okay. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. Okay. Interesting. Wir sind aber eigentlich hier wegen, dem Scheiß hier. Allem Anschein nach haben sich hier Cat aufgehalten, Pathfinder. Warum das denn? Warum kommen hier Cat hin? Was da los? Ich orte eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Dr. Camden könnte damit etwas anfangen. Ja, richtig. Der Gärtner. Botaniker, Pathfinder. Haha. Irgendwie geht das nicht. Alle erwischt. Wer ist? Und wie soll ich die jetzt scannen? Einfach nur so? Nö. Aber wir sind mittendrin, ne? Ist klar. Das sollen die Pflanzen sein. Wie soll ich die scannen ohne mein schönes Gefährt? Muss ich etwa hier hoch, oder wie? Suchen Sie nach einigen Exemplaren. Genau, Gewebeproben. Ist klar. Sonst noch Wünsche? Nö, hoch kommt man nicht. Nö. Und das Einzige, was man hier hat, ist so Grüngedöns. Was uns nichts bringt. Das ist ein bisschen lächerlich. So ziemlich, muss ich sogar sagen. Naja, egal. Dann gucken wir uns jetzt das eben an noch. Hier, würde ich sagen. Und ich warne dich, Kollege. Wehe, ich habe jetzt immer noch Gefahren Stufe 3. Weil... ja, wie man sieht oder gehört hat, hat sich das Klima verbessert. Also sollten die Bedingungen auch besser sein. Die Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Mhm. Nice. Hey. Du solltest hier hochkommen, Kollege.
Jetzt nicht mehr, da ich den normalen Modus aktiviert habe. Okay. Das läuft dann soweit. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. Sie werden sie nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Wenigstens sind wir jetzt mal aus der Sonne raus. Also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier scannen soll, aber okay. Ich scanne da mal. Also die Pflanze nehme ich gerne mit. Cadmium. Hier noch mehr. Hier ist ein Terminal, cool. Rane R11 Olor. Ich brauche Hilfe. The Toad Nairo. Zogert. Ist das der Typ, dem Sie folgen? Kein Wunder. So. Moment, das kann ich nur aktivieren, dieses Terminal, aber mehr auch nicht. Behälter noch zum Looten. Kettlegierung und Leichterschaft, was das auch immer ist. Gucken wir nochmal nach. Nö. Wir haben nur das Audio-Log, was wir vielleicht sogar schon angeguckt haben. Schade, schade. Dann runter. Ich habe die Höhlen hier noch nie gemocht. Zu viele Karkens, die einem in den Schlafsack krabbeln. Ach was, könnte schlimmer sein. Aber hier scheint mir auch nichts zu sein für uns. Naja. Das ist ein bisschen mau. Schon wieder ein Behälter. Ich dachte, ich habe den mitgenommen. Aber gut, scheinbar nicht. Aber es scheint mir, dass sie das einfach immer nur erwähnen, dass man hier, falls man was vergessen hat, noch plündern geht. So. Dann haben wir das auf jeden Fall gemacht. Und können weiter. Jetzt bin ich wirklich tierisch gespannt, ob wir schon weiter können. Nö. Strahlungsschäden. Ach, was du nicht sagst. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Was du nicht sagst, Kollege. Naja, das heißt, Freunde, ich gehe offscreen hier wieder in unsere Tempest, außer wir können hier schnell reisen, direkt auf die Tempest. Das wäre auch nochmal cool zu wissen, ob das ginge. Und dann beenden wir das Ganze. Nicht direkt, aber wir kommen wenigstens direkt Lebenserhaltung wiederhergestellt. Hier an. Gar nicht mal so übel. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Kein Problem. Und jetzt gucken wir noch an, was sich auf der Galaxie so getan hat. So, Galaxiekarte. Schnauze. Da wir hier gerade nicht weiterkommen, machen wir das mal so. Weil wir haben ja hier zwei neue Lager irgendwie, die wir finden sollten. Gescannt haben wir ja. Ich empfange etwas. Und wo? Muss ich das offscreen suchen? Oh Mann. Konsu.
Gehen wir mal hier hin. Soll das ein neuer Plani sein? Kein Wunder, hätten wir dann noch nicht alles entdeckt gehabt. Die werden dann nur über Missionen freigeschaltet, was ziemlich scheiße ist. Aber gut. Ist hier was? Ja, scheint mir. Nö, das haben wir schon. Okay. Das ist gar nicht gut. Da seht ihr schon. Perle, da gibt's nur wenige Planis, die angeschrieben mit einem Namen sind. Nanook zum Beispiel auch noch. Naja. Dann untersuche ich das einander mal. In der Zukunft erwacht. Ohne Momenti. Welche Mission ist das? Nexus. Gucken wir mal rein. Nö. Okay. Dann müssen wir das anderweitig mal suchen. Das ist nur in diesem System dann. Gut auch zu wissen, dass es nur in diesem System ist. Anomalie auf den Sensoren. Halt die Backen. Kann ich ja immer noch, scheint mir, machen. Eine hoffnungsvolle Spur. Mal schauen, was uns in dieser Galaxie so erwartet. Oh yeah. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du uns helfen? Kollision steht bevor. Voller Halt. Jetzt! Ein Dutzend. Nein, mehr. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte. Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in Ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello? Ja! Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Thank you.
werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Pav Nalesetto. Wir haben einen Navpunkt. Dann mal los. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Wenn das hier schlecht ausgeht und ich gefressen werde, selbst wenn es lustig ist, löschen Sie die Videos, ja? Muss ich meine Schuhe ausziehen? Ich hab Dalgos. Nathan Rohr. Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo. Ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon. Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Wir wussten ehrlich nicht, was wir hier finden würden. Aber ich teile unser Wissen, wenn Sie es auch tun. Ehrlich? Das wäre ein guter Anfang. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Wie hat es uns gefunden?
Nicht es, er. Und hör auf, ihn so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Stecken Sie das weg. Das ist nur... Gehen Sie weiter. Okay, okay. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Aphra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Aphra wartet drinnen auf Sie. So, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ging länger, als ich erhofft hatte. Ich wollte eigentlich nur ins System fliegen und wir wurden überrascht mit einer heftigen Chose und sind hier bei einer neuen Spezies gelandet. Ich weiß nicht, kriegen wir noch so einen als Partner? Ich weiß nicht, ich hoffe. Ziemlich cool. Wir dürfen zwar nichts auf eine Faust erkunden, wir dürfen nicht mal unseren Scanner hervornehmen. Nicht mal den, aber gut. Die legen viel Wert auf Sicherheit. Mal schauen, wie es im nächsten Part weitergeht. Und ich habe extra ein wenig weiter oder länger gemacht, weil wir schon zu lange wieder auf der Nexus waren. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.